Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 14.03.2022. Und unser DAX hat zum Freitag jetzt endlich seine Beute bekommen. Ja, nochmal seinen Schnapper bekommen. Das, was wir eigentlich zum Donnerstag noch sehen wollten, fertig gemacht. So wie wir das gestern hier mit der Maus gemalt hatten, dass er hier durchaus jetzt, wenn er sich aufgedreht bekommt, nochmal oben rausgehen kann. Und dass das durchaus hier in dem Bereich eben einmal oben drüber kann, um die Shorts aus dem Mittwoch rauszureißen, die hier reingekommen sind. Das ist gelungen. Wir haben hier, jetzt müssen wir ein bisschen differenzieren. Ich analysiere den DAX, der von der Xetra-Börse bereitgestellt wird, mit erweiterten Handelszeiten. Ne? Das Ganze nennt sich X-DAX-DAX. Ja, also X-DAX-DAX heißt auch tatsächlich so an der Frankfurter Börse. Es ist einfach ein Produkt, in dem die erweiterten Handelszeiten der deutschen Börsen gleitend mit dem regulären Xetra-DAX übereinander gelegt werden anhand der Derivate, die gehandelt werden. Also das ist eine offizielle, das ist richtig offiziell von der Börse und lehnt sich einfach an diesen alten Handelszeiten an, die der Future hat oder hatte. Der war ja ursprünglich immer von 8 bis 22 Uhr handelbar und ich hatte deswegen damals immer 8 bis 22 Uhr analysiert. Das hat super geklappt und viel besser auch als mit diesem 9 Uhr Uhr bis 17.30 Uhr DAX, ne, weil die Muster einfach stimmiger waren und weil einfach der amerikanische Handel mit abgebildet wird, ne, der dann nach 17.30 Uhr ja noch weitergeht. Und als dann die Future-Handelszeiten erweitert wurden, bin ich dann dabei geblieben, habe das immer wieder beobachtet, nehme ich jetzt die erweiterten Handelszeiten mit dem neuen Future, behalte ich das andere bei und das ist ganz, ganz, ganz oft so, dass du wirklich nahtlos 8 Uhr an das übergehst im DAX, was wir 22 Uhr beendet haben. Also auch wenn wir unter, hier war der beste Beispiel, der ist in der Nacht, hat er so viel Bewegung noch drin gehabt, aber er ist Punkt 8 Uhr, exakto, an dem Punkt wieder reingegangen, wo wir 22 Uhr rausgegangen sind, selbst jetzt am Freitag war das, ne? Kam wieder ganz klassisches Beispiel und hat das Muster, was er vorher gemacht hat, wenn du mit Trendlinien gearbeitet hast, er hat das einfach fortgeführt, er hat das weiter bedient und das ist der Grund, warum ich einfach lieber auf diesem 8 bis 22 Uhr DAX analysiere, weil ich fände es besser zum Analysieren, ich fände es besser zum Charten, die Gaps reagieren viel, 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 viel besser, ne? Also Gap-Close reagiert sogar noch besser als im Xetra-DAX und deswegen, ich nehm lieber den, da kann jeder für sich so selber seins finden, ich finde es bloß immer nicht richtig, wenn man den amerikanischen Handel einfach rauslässt und dann versucht anhand der Kerzen und Tageskörper was zu deuten im richtigen Xetra-DAX. Das ist für mich nicht richtig, weil es fehlt einfach zu viel, ne, von dem, was eigentlich noch bewegt wird. Weil es wären ja noch deutsche Aktien gehandelt. Es ist ja nicht so, wie als hört das einfach auf und es handeln nur noch amerikanische Papiere. Es wären ja auch in Deutschland noch bis 22 Uhr deutsche Papiere gehandelt. Ne, nur von anderen dann eben. Oder eben an anderen Börsen wie Stuttgart oder Co. Und deswegen finde ich das immer nicht ganz richtig, das dann einfach abzuschneiden zu lassen. Das sind ja auch nicht nur 1-2 Minuten, da sind wirklich ein paar Stunden, die dann fehlen. Und es ist oft so, muss man ja auch so sagen, dass eben gerade die Amerikaner hinten raus dann schon auch mal noch eine Tageskerze gedreht kriegen und so weiter. Und dann haben wir eine ganz andere Ausgangslage für den Montag, wie wenn wir auf einem Xetra-DAX gucken, also den 9 bis 17.30 Uhr. Und das ist der Grund. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Tatsache, dass wir hier tatsächlich jetzt im Tageshoch plus 13,69 sehen. Der ein oder andere wird bei seinen CFDs mitbekommen haben, dass da ein bisschen was mehr noch kam. Ne? Der ist nämlich bis 14.100 nach oben gestochen bei den meisten Anbietern und hat somit eigentlich genau das Ziel hier noch weggehauen, was wir ja am Donnerstag noch sehen wollten. Ne? Rein in die 14.50, 14.100, das haben wir immer wieder gesagt gehabt und das hat er wirklich bedient gehabt, würde ich dann hier auch als erfüllt ansehen. Wir haben auch hier klare 1, 2, 3, 4, 5 Wellen drin. Ne? Eine 5, die muss nicht immer über das Hoch drüber gehen. Das heißt, das ist ein schön impulsiver Anstieg. Das hat man in meinen Augen auch sehr deutlich gesehen, schon als er hier unten losgegangen ist und immer wieder so dynamisch gedrückt hat, haben wir uns ja auch im Webinar bei uns im Premium-Dienst intensiv damit auseinandergesetzt, dass wir halt wirklich davon ausgehen müssen, dass wir hier bis, ja, 14.100, hat man gesagt, 13.670 und 14.100, das waren so unsere Erholungsziele, wenn die 12.500 nach oben macht. Das ist jetzt erstmal abgearbeitet, deswegen gab es gestern auch nochmal ein extra Video für unsere Leute im Verteiler drin, was wir jetzt als Großziele anplanen und hier in der Morgenanalyse für den Montag, nur für den Montag, müssen wir gucken, eigentlich wie er reinstartet, ne? Weil ich sag mal,
An sich haben wir wirklich drei abgeschlossene Bewegungswellen. Das lässt den Schluss nahe, dass wir jetzt hier nach unten eine Korrekturbewegung einfach einschießen. Wir haben da unten noch so ein offenes Gap stehen bei 13,5, 10. Wir haben hier unten so etwa um 13, ja, 2,70, 13,300, 13,350. Das sind alles wichtige Punkte. Aber die 13,350 ist eigentlich schon abgearbeitet. Waren wir schon dran, deswegen eher so die 13,270. Die wäre mir wichtig runter zu. Und ja, vielleicht die Trendlinie 13, 15. Das sind so jetzt, ich sag mal, wenn wir per Abwärtsgap reinkommen und er hält das Abwärtsgap, ja, dann wird er sich wahrscheinlich von hier jetzt einen neuen Antriebsstrang nach unten bauen. So, und der kann am Montag locker, eine 13,270, das ist direkt erreichbar. Ne? Also sehen wir da direkt Schwäche drin, das schafft er in 1, 2 Stunden Kerzen, dann steht er da unten, wird sich dementsprechend noch ein bisschen Risiko einfach einplanen. Ja, also gerade wenn so ein Abwärtsgap kommt und der drückt sich weg oder der macht so nach 10, nach 11, nach 12 Uhr weitere Tagestiefs, das ist immer so ein Indiz dafür, dass er wirklich noch ein bisschen tiefer will. Und dann würde ich zum Montag erstmal die 2,70 anpeilen. Gehe noch nicht davon aus, dass wir 13,15 schon am Dienstag, am Montag schon erreichen können. Das wird wahrscheinlich dann eher später im Wochenverlauf noch kommen. Aber ich glaube, das wäre so eine gute Zielmarke für den Montag, ne? Dass man sagt, so 13,270, wenn er sich wirklich schwach hält. Und dann guckt man dort erstmal, wie er sich wieder bewegt, stabilisiert und beruhigt. Ne? Auch so eine 300, 270, dass er da vielleicht erstmal wieder was fängt. Ansonsten hätten wir hier noch so 13,170, 13,160 rum, könnten DAX durchaus erstmal wieder ein bisschen aufhalten, bevor dann an einem der Folgetage unten noch das Gap zumacht in die 13,15 rein. Ja, also das soweit die Perspektive auf der Unterseite. Jetzt muss ich gucken, dass wir Lukas sich gleich von der Seite reinquickt. Der zieht gerade Dollar das Gesicht. Warte, ich mach mal kurz Pause. So, die Gefahr ist bannt. Machen wir weiter. Ja, Unterseite haben wir abgeschlossen, haben wir besprochen. Ne? Also, wenn wir auch im Tageschart gucken, da sehen wir hier ein bisschen dolles Eindrehen. Also, was heißt Eindrehen? Eigentlich sehen wir noch gar kein Eindrehen. Das ist erstmal noch seitwärts zu werten. Nee, aus der Kerze, nein, nein, würde ich mich umentscheiden. Nein, wir sehen kein Eindrehen. Wir sehen eher mehr so ein Ausbremsen auf höherem Niveau. Es könnte auch durchaus ein Seitwärtsrange werden, wenn man das so sieht. Da müsste halt wirklich unter 13,350 jetzt verschwinden am Montag, um sich hier ein bisschen Signale nach unten zu geben. Und auf der Ebene müssen wir sagen, haben wir hier erstmal noch keine Unterstützung drin. Das heißt, aus Sicht des Tageschart wäre ein Unterbieten von 13,350 sogar mit Potenzial nochmal komplett in die Unterstützungszone hier unten reinzulaufen. 12,670, 12,500 wäre aus Tagessicht nicht abwegig. Ne? Wenn das jetzt nicht hält, Amerikaner sehen ja auch ein bisschen wackelig aus. Ich sag mal, wo sind eigentlich meine Bollinger-Bänder hin? Hier, was macht denn der hier? Seht ihr das auch? Fehlen die Bollinger-Bänder? Naja, egal. Soll auch so gehen. Komischerweise sind sie hier da. Egal. So, also das der Blick auf der Unterseite. Ne? Wir haben die 3,50, unter 3,50 gehen noch ein bisschen Risiko auf. Ich würde deswegen aber nicht unbedingt jetzt auf der 350 Short gehen, weil ich davon ausgehe, wie besprochen, dass die 270 vielleicht deutlicher nach oben reagiert. Na, und das wäre für mich so ein gutes Ziel am Montag. So, und was ich aber auch nicht vernachlässigen würde, wäre, wenn unser DAX am Montag einfach nach oben raussteigt. Na? Wenn er sich einfach hier nach oben zieht und wieder nach oben schraubt und einfach so tut, wie als war die Abwärtsbewegung gar nicht gewesen. Wir haben nämlich auch ein schönes Rücklauflevel von diesem Spike gesehen und wir haben einfach Dynamik auf der Oberseite. Ne? Diese ganzen krassen Schübe, diese ganzen 15-Minuten-Kerzen, diese 5 Minuten, Entschuldigung, der grinst jetzt hier vor der Seite voll. Diese 5, gefällt dir das, wenn dein Papa von 5 Minuten und 15-Minuten-Kerzen erzählt? Ne? So, jetzt will ich euch aber nicht hier mit unserem Lukas beschäftigen. Also, sollte unser DAX, der hat hier die ganzen Druckkerzen nach oben. 5 Minuten, 15 Minuten, das geht hier alles, ging hier immer alles schwungvoll nach oben. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Käufertrang, den wir so jetzt die letzten Wochen, Monate gar nicht drin hatten. Ja, definitiv nicht. Also, so viel Kaufpower, dass man auch mal 500 Punkte in 15 Minuten einfach nach oben stößt, das haben wir ewig nicht mehr gesehen. Das heißt, hier ist auch eine gewisse Stärke, die jetzt wieder zurückkommt oder die reinkommt. Sei das jetzt eine Bärenmarkt-Rallye oder erstmal eine normale Rallye, das ist erstmal dahingestellt. Auf jeden Fall ist Druck nach oben. Und wenn der Druck jetzt weitergeht und jetzt noch nicht nach Welle 5 hier aufmacht, kann das sich auch noch auffächern und dann haben wir durchaus oben noch andere attraktive Ziele. Wir haben zum Beispiel hier oben noch so ein offenes Gap. Ich meine, das muss jetzt nicht zuerst angelaufen werden, aber alles, was ich sag mal, wenn der hier die ersten 2 Stunden Kerzen grün schon macht, also dann würde ich schon unten gar nicht mehr Lust haben zu shorten, weil dann drückt es ihn wahrscheinlich eh wieder hoch. Na, er könnte sich jetzt hier so ein kleines Dreieck bauen, dass er sich nochmal oben im Bereich um 890, 900 probiert. Und wenn er da dann drüber steigt, auch über die 14.000 steigt,
Das sind eigentlich Kaufsignale. Ja, das sind Kaufsignale. Der kann hier, das kann er sich alles holen. Der wird sich auch gar kein festes Ziel erstmal geben, sondern wirklich sagen, auf Augenmaß traden. Ne, wenn man die ersten zwei grünen Stundenkerzen hier drin hat und der Kerl, der schiebt sich dann hier hoch, schiebt sich drüber, Stück für Stück, Marke für Marke, ist der Bereich hier um 8,80 oder 8,90, 900 da so in dem Dreh rum. Der ist nochmal ganz interessant, da können Sie sich nochmal eindrehen, nach unten, deutlicher auch eindrehen. Und wenn er aber den rauskriegt und auch über 14.000 steigt, also spricht eigentlich nichts dafür, dass der sich noch weiter hier hocharbeitet und wieder hocharbeitet. Hat und ein bisschen mehr probiert rauszuholen. Ja, also auch auf Tagessicht ist er von der Erholung, ich sag mal, da ist noch kein mittleres Bollinger Band gesehen worden. Das steht hier so alles noch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Jetzt ist es auch wieder da. Jetzt sehen wir es wieder. Ja, also das wäre hier erstmal so im Bereich um 14,1, ja, was ist das? 14,150, 14,170 rum. Wäre das mittlere Bollinger Band dann mal wieder dran. Und wir haben ja auch höhere Erholungsziele wie die Linie hier, die ist bei 14,350. Also Platz ist auf der Oberseite für Erholung schon noch. Ja, und deswegen würde ich ihm auf jeden Fall, wenn er keine Schwäche zeigt, da noch entsprechend Platz lassen. Und für mich ist eigentlich, ich muss eigentlich einen Abwärtscap bringen, um unten wieder weiterzukommen. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Gibt ja wieder neue tolle Nachrichten, die hier überall verteilt werden, dass da jetzt noch an einer anderen Stelle Kriege drohen. Wir gucken mal, wie er sich reinkommt. Ich würde die Nachrichten an der Stelle dann einfach ausblenden. Wirklich gucken, sehen wir hier Schwäche, die reinkommt, sehen wir hier Stärke, die hier reinkommt. Ja, und am Montag dann einfach mitgehen. Aber das ist oben wie unten jetzt noch genug Platz. Wir haben Argumentation auf beiden Seiten. Ne, ihr wisst, in der Analyse geht es nicht darum, festzuschreiben für den Montag, okay, der Markt wird garantiert steigen oder wird garantiert fallen. Keiner weiß das, ich weiß das nicht, ihr wisst das nicht. Ne, man hat immer so eine kleine Vermutung für sich und man hat eine Meinung. Aber dem Markt ist es scheißegal, wer was für eine Meinung hat. Der macht einfach sein Ding. Und da ist es besser, einfach zu gucken, okay, bis wohin kann er denn dann? Ne, dass man einfach früh abwartet. Guckt, wie bewegt er sich und dann einfach diese technischen Bewegungen einfach mit uptradet. Und wenn eine Schwäche kommt, dann ist da so eine 270 erreichbar. Und das heißt, wenn eine Schwäche kommt, na, dann gucke ich das früh an, dann weiß ich noch nicht früh, okay, steigt er oder fällt, aber wenn ich sehe, dass die ersten 2 Stunden schwach sind und da steht dann irgendwie, keine Ahnung, 450, 470 oder noch tiefer, dann weiß ich, dann kann ich auch noch Rückläufe bis in die 270 und tiefer reintraden, ne, vielleicht sogar bis zur 13,15 nach unten traden. Und wenn ich aber sehe, der drückt sich direkt wieder nach dem Start nach oben, ah, dann würde ich einen Short echt verkrümeln halt, ne? Dann würde ich warten, bis wieder die Langstöße, die langen dynamischen Stöße nach unten gehen. Momentan gehen sie alle nach oben. Ja, egal wo wir gucken, egal ob 500, 300, 400 Punkte, das ging alles nach oben. Die ganzen dynamischen Stöße gingen alle nach oben. Und solange sich das jetzt erstmal nicht dreht und wir wieder die dynamischen Stöße nach unten sehen, solange würde ich ihm jetzt auch noch Raum nach oben geben. Und mich einfach aus dem Short dann verkrümeln halt. Ne? Wenn der wieder nach oben drückt, dann rein in die 880, 900 und über da drüber, über 14.000, dann ist so und so richtig, geht richtig Platz auf dir halt. Ne? Das kann man sich alles holen. Gut, okay, dann wird der Kerl jetzt hier immer unruhiger, deswegen machen wir hier einfach aus. Wir sind durch, haben alles besprochen. Ich wünsche euch gutes Gelingen am Montag, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.